So, meine Zuschauer, und damit willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Wir scheißen heute wieder mal auf Nintendo und sagen, Zeit für PlayStation. Nein, Spaß beiseite. Wir machen hier heute weiter in der 15. Episode von Kingdom Hearts 1. Im letzten Part haben wir ganz viele Gorillas gerettet und dafür ganz viele Affen getötet. Und wie komischer Zwiespalt, irgendwie, wenn ihr mich fragt. Und jetzt ist hier Turk bei Jane und alle sind voll verstört, weil Clayton so ein Vollarsch ist. Und ich sag, wir holen uns den Vollarsch mal. Oh, Rucke, Rucke. Nicht cool. Falsche Ecke, aber hier kann ich ja runterspringen. Wuhi, yippio. So, das musste jetzt natürlich noch sein. So, sind wir jetzt hier wieder bei Baumstamm-Action? Na dann hier nochmal einmal. Komm schon, spring hinab. Juhu, Zeit fürs Surfen auf dem Baggersee wieder mal. Ich finde das immer noch cool hier. So, die S hier tun mir nichts. Ich freue mich aber trotzdem umso mehr auf Kingdom Hearts 2 und auch alle anderen Teile. Ich bin ja gerade privat blind dabei, den... Ach, verdammt, voll den Ast, den sie sich gekriegt. Den, bin gerade privat dabei, den PSP-Teil zu spielen. Der ist ziemlich gut, muss ich sagen. Der macht sehr viel Spaß. Sehr schöne Elemente im Spiel drin. So sehr, auch sehr schöne neue Elemente, muss man sagen. Da sind sie wieder, unsere lieben vollen Äffchen, nicht wahr? Unsere lieben Donkeys hier. Gehen wir aufs Maul hauen. Bams! Gleich geh ich raus. Ich wollte gerade sagen, gleich kratze ich ab und lauf aus der Map raus. Mir wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, aber... Na, willst du wieder einen Affenslitscher machen? Sackgesüchtig, Alter. Bum, bum, bum. So, ein paar Tage... Oh, ist jetzt mal Feier und hier keine Lust mehr. Lasst mich in Ruhe, ich will nicht mehr. Ich weiß, wo ich lang muss. Also ich weiß nur, wo der Bosskampf stattfindet, das weiß ich noch. Und zwar hinten am Steinhang. Und ich weiß sogar, was ich für... was ich kriege, wenn ich den schaffe. Dann haben wir nämlich endlich Vita, liebe Freunde. Ist das nicht schön? Da fing es gerade an zu ruckeln. Boah, Bums, Affenbäsche hier. Du bist leider nicht, du stehst leider direkt vor mir. Bums. Ich habe gerade den Computer neu gestartet. Was zum Teufel? Ihr Affen seid schuld, Alter. Ihr stinkt so sehr, dass mein Computer gleich in die Knie geht hier. Mitten in der Aufnahme, nicht schön, dann kommst du her, du Drecksäffchen, du. Monkey, Monkey. So, lieber Digi, du gehst jetzt auch mal nach Hause. Hier, geh mal Donkey grüßen von mir. Ah, da kam mal angeslitscht wieder hier. Ich hab mir die Pfoten wieder. Tschüss, Mann. Oh, nee, komm. Auf euch scheiße ich jetzt aber. Auf euch scheiße ich, ihr seid mir egal. Ich geh zur Felsklippe. Oh ja. So, Katzin. Alle Äffchen sind safe. Oh, da kommt er. Mit Herzlosen. Scheiße. Wachst dir. Nein. Hm. Clayton? Nicht Clayton. Nicht Clayton. Hä? Oh, hier ist so ein komischer Affe und Clayton schreit rum wie so ein Bekiffter. Komm zu her, du Scheißaffe. Aua, ich schieße, die schießen mir ab. Angriffskraft Goofy-Trombe gelernt. Ihr seht, was das ist. Da kommst du her, du Affe. Voll aufs Maul gekriegt. Oh nein, was passiert jetzt so? Oh. Irgendwie? Was zum Teufel? Da ist ein Schatten und der, an der Stelle ist es verschwommen. Ah, holy sh- oh, hier hat jemand 2,5 Energieleisten. Aua. Leck mich doch hardcore. Oh, ein riesiges Chamäleon. What the fuck? Ich kenne den Boss natürlich. Und du hattest schon wieder mal abkrebel. Das kennt man ja. Ist ja nicht anders als sonst. Oh, aber er kriegt uns gut Damage aus dem Maul, muss man sagen. Und er ist auf jeden Fall leichter als... Oh.
Er ist auf jeden Fall leichter als Cerberus, finde ich jedenfalls. So, in letzter kriegst du jetzt mal aufs Maul hier. Bom, 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 bom. Da willst du Feuer haben? Du willst kämpfen, sagst du, Kumpel? Guff, 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 aua, Mann! Ach, das wollte ich mir aus der Luft fischen. Oh, ich sollte abhauen! Und ganz schnell meine Potion nehmen. Du sagst jetzt hier nichts, auf Wiedersehen. Guff, 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 ich weiß gar nicht, ob ich ihn zuerst besiegen muss oder erst das Chamäleon-Vieh. Das brauche ich dir aus dem Maul hier. Ach, jetzt ist er wieder auf ihm drauf, oder was? Die verschmelzen immer miteinander. Was ist denn das für eine Scheiße? Okay, aber der Chamäleon ist okay, down. Und wie gesagt, ich habe jetzt wieder volle HP hier. So small, Alter. Wir bashen hier so die Hucke zu. Jetzt kriegt erstmal das Chamäleon hier aus dem Maul. Aua, Mann. Der Alte sich gerade geheilt? Ich hab grad hier von wegen hier Heilungs-Action gehört. Scheiß wie du bist da laid down. Ja. Der hat sich wirklich erheilt, der Sack. Du schießt die Ente nicht ab, Alter. Du machst jetzt nicht Ente süß sauer aus dem. Guff. Hier, ich friere die Lunte ein. Gut gemacht, Goofy. Voll aus der Luft gefischt. Du schießt hier nicht rum, du Sack. Und down! 240 EP, tragbare Items, Brutalo gelernt. Was ist denn Brutalo? Egal, Leute, wir haben es gedidded. Clayton ist down. Huh. Schild, ihr Metzel, wieder richtig Button-Mashing, wie es sich gehört. Schön um die Schnitzel. Und wieder mal einen dicken, fetten, herzlosen niedergeschnetzelt. Aber nur 30 Erfahrungspunkte bekommen. Er war viel mehr wert. Dabei war er nicht eine ziemliche Flasche. Kraft der Heilung halten. Magie Vita erlernt. Komm, hier kann mich endlich heilen. Ist das schön. Oh, ich danke dir, Spiel. Danke dir vielmals. Vita ist so eine Erleichterung. So, habe ich jetzt alle Äffchen gerettet? Weiken, lieber Affe. Kriege jetzt kriegen wir voll aufs Maul vom Oberchecker. Ich sehe schon kommen. Oh, Scheiße! Der hat ja einen Wurfarm. Die anderen auch gleich. Was ist denn jetzt los? Die Gorillas gehen wieder. Wie er läuft. Mit seinen Affenpfoten. Da wollte ich euch ein lieber erzählen. Zu Hause. Ah, jetzt sind wir hier im Affenhort quasi. Wollte ich euch aber was erzählen. Die Asuka hat nämlich, und die kam heute zu mir, so Nachmittagszeit, und hat mir erzählt von wegen, ja, sie muss jetzt Physiotherapie machen wegen ihrem Fuß. Sie hat, wie hieß das nochmal? Oh, ich hab's vergessen, verdammt. Irgendwie eine Fehlstellung des großen Cs, ganz komische Kramsache. Ach, jetzt kommt ja der Teil hier. Oh, das war scheiße, Leute. Wir mussten mal jetzt nach vorne, das erinnert mich so ein bisschen an Super Mario 64, die Riesenpilz-Level. Wenn ich, also da wo die roten Münzen sind, da werde ich, glaube ich, die meisten wissen jetzt als Gamer natürlich, was ich meine. Aber erstmal ist hier eine kleine Kiste für mich. Die nehme ich mit. Mit Real Ernst Hard Welge. Ja. Ah, Gwen. Schön gemacht. Schutzgummi. Geil. Man kann nie Schutzgummis genug haben. Schutzgummis sind immer gut. Schutzgummis, Mann. Die sind wichtig, ja. Sonst hat man zu früh Kinder. Egal, ich hör auf. Und nee, da kamen sie hier heute hoch und wir haben uns hier in Google-Bilder so eine lustigen Füße angeguckt. Dagegen sah ihre noch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Wenn ich es nicht vergesse, dann kann ich hier mal ein Testbild einblenden, wie das so aussieht. Ist nicht gesund. So sieht es dann aus, wenn man Affenfüße hat, ja. Also Leute, wenn er so eine Fehlstellung hat, auf jeden Fall zum Arzt gehen. Ist nicht gesund, glaube ich.
sieht sehr obskur aus. Ach, ich mag es mir gar nicht vorstellen. Manche machen, sagt man echt nicht in Google-Bilder eingeben. Das ist eine ganz dumme Idee gewesen, eigentlich. So, ich sehe gerade, hier geht's auch noch wohin. Haha, hier ist noch was. Hier ist noch eine Kiste. Auf der Piste. Mithril. Nicht Mithril Erz, sondern Mithril. Da hinten ist noch eins. Hoppa! Aha, we did it. Und, ja. Orihalkorn. Richtig geil. Was hab ich denn da? Gewill! War irgendwie doof. Wieso bin ich nicht gesprungen? Hab doch Kreis gedrückt. Ist ja gut. Die Kamera ist hier auch schon wieder zum Abkotzen. Möchte ich meinen. Oh Mann, jetzt hängen wir da oben ran, du Schlömpel. Hallo, du sollst wieder oben ranhängen. Ist jetzt nicht so schwer, hab ich gehört. Danke. So, und jetzt hier wieder ran. Zack. Okay. Ja, mal diese Kletteraffen-Partie. Wir werden jetzt hier zu Original-Donkeys. Wir machen hier den Klammeraffen-Test. Können wir uns gut an Klippen hängen? Anscheinend ja. Jo, wir haben den Test bestanden. So, hier geht's runter. Ich will ja nach oben. Ist da noch eine Kiste? Hopp. Zack. Nee, ist nicht mehr. Na, ist da hinten noch was? Ist hier oben noch was? Nee. Ich glaube, wir sind gleich oben angekommen, Leute. Oh, mir kratzt gerade die Nase, verdammt. Oh, mir kribbelt die Nase, Leute. Das ist nicht cool. Ich muss mir erst mal an der Nase kratzen. Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Ach, ist das schön, wenn ich jetzt mein Mikro mittendrin muten kann. Dann kann man sich auch mal aushusten oder mal Nase schnauben oder so. Und ich muss euch nicht einmal alle voll niesen. Nachher kriegt ihr dann irgendwie hier Let's Play bakterielle Infektion. Dann kommen eure Eltern alle zu mir und haten mich alle, weil ich ihre Kinder alle krank gemacht habe. Nein, Spaß beiseite. So, hier gehen wir jetzt rein in die dunkle Höhle. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Schöner Ort. Oh, guckt mal hier. Oh, cool. Sieht ja hübsch aus. Ist der Baum des Lebens. Hier wohnt ihr? Aber das heißt... Hör mal. Die Wasserfälle. Man hört das Rauschen bis hier. Da, Freunde. Sehen, Freunde. Ah, jetzt verstehe ich. Bedeutet Herz. Wie sie gerade imitiert hat. Herz. Oh, ach, das bedeutet es. Freunde. Gleiches Herz. Clayton, Herz verloren. Kein Herz, keine Freunde sehen. Kein Herz, keine Freunde. Tut mir leid, was ich gesagt habe. Zieht mir auf, Leid. Ja, alle für einen. Goofy ist so cool. Oh, ist das hübsch. Blaue Schmetterlinge, yay. Da ist das Schlüsselloch. It's time for I'm a fire on my laser. Schön, ich finde immer cool, wenn dieses Schlüsselgeräusch hat. Das ist voll cool. Oh, was ist das denn? Kching. Gehört aber sicher nicht dem König. Da hat wohl jemand eine neue Verehrerin. Nein, 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 nein! Diese zieht mir die Fäden ab. Ja, ne Kerchak? Ne, Terk heißt er, glaube ich, der kleine Affe. Navi-Gummi erhalten. Terk ist tatsächlich ein weiblicher Affe. Wusste ich auch in der Serie früher lange nicht, weil der hatte immer so eine... Der hatte immer, ich glaube, die Bart Simpson-Stimme. Und die klingt ja eigentlich männlich. Obwohl es wirklich eine Frau spricht, aber egal, pst. Was zog die Herzlosen in diese Welt? Der Jäger hatte sie dorthin gelockt. Seine unstillbare Gier nach Macht war der Köder. Aber es scheint, dass sein Appetit zu groß wurde. Ja, daran hat er sich verschluckt. Ein weichherziger Idiot wie er hatte keine Chance gegen die Herzlosen.
Aber der Junge ist ein Problem. Er hat eins der Schlüssellöcher gefunden. Und was heißt das? Keine Angst, er wird ewig brauchen, um die übrigen zu finden. Abgesehen davon hat er nicht die leiseste Ahnung von unserem Plan. Genau, die Prinzessinnen. Sie fallen uns in die Hände, eine nach der anderen. Verdammt! Kaum redet man davon. Alice! Sie wurde echt entführt von den oberfiesen Knickrichen da. Ich find's so cool, wie die ganzen Disney-Bösewichte in eben Haufen stecken, ist so cool. Da wollen wir uns mal wieder auf den Weg machen. Wo ist überhaupt euer Schiff? Also, nicht weit weg. Sora, Tarzan, Freunde. Endlich Hose anziehen sollte. Zora hat was Simplexus? Das Schlüsselschwert bezieht seine Kraft aus den Anhängern. Jeder Anhänger verleiht dem Schwert neue Kräfte. Geil. Die Anhänger werden unter den Menüoptionen Ausrüstung angebracht. Geil. Gleich mal angucken. Manche davon waren richtig gut. Die rote Triotech gelernt. Geil. Na, das lohnt sich doch. Oh, ich hätte gerne die grüne gehabt. Oh, das wäre cool gewesen. Was? Wir dürfen schon wieder losgehen? Och, Manu. Schaut mal, diesen Gummistein, der aus dem Loch fiel. Der sieht merkwürdig aus. Für was der wohl gut ist? Vielleicht kann uns Leon weiterhelfen. Brains. Na gute Idee, wir sollten zurück nach Traverse und ihn fragen. Aber ich bin Steuermann. Nein, lass den Steuerknüppel los. Hey, ich hab das Schlüsselschwert. Ich bin auserwählt worden. Aber nicht zum Piloten. Ja, da hatte ich jetzt Unrecht. Ich glaube, manchmal ist Goofy davon der Klügste. Ohne Witz. Okay, Leute. Haben's gediddelt. Ich wäre da eigentlich gerne nochmal drin. Ich hätte noch geguckt, ob da drinnen noch irgendwas ist. Da war aber drüber nur eine weiße Triotech. Da hätten wir jetzt noch nichts tun können. Müssen später aber nochmal hin, weil die Triot... Also ich möchte nicht 100% machen. Das wäre mir persönlich zu viel, tatsächlich. Aber so die Triotechs machen, das wäre vielleicht schon mal ganz schön am Ende. Ich hoffe, das ist vielleicht auch in eurem Sinne. Schade ist, dass ich jetzt hier nicht direkt... Ich will da direkt hinfahren. Das ist so kacke, dass das nicht geht. Das regt mich immer auf irgendwie. Sehr, also überlege mal, rote Triotechs, wo gab's die denn? Wo waren denn rote? Haben wir schon mal rote gesehen? Rote waren doch bisher noch gar nicht zu sehen, oder? Keine Ahnung, du. Wir fahren erstmal Richtung Wunderland. Antriebe habe ich auch keine bekommen, also bin ich immer noch lahm wie eine Schnecke. Aber immerhin sind wir die Route noch nicht geflogen, weil wir sind ja direkt von Herkules hierhin geflogen. Das heißt, vielleicht gibt's auf dem Raum hier irgendwie neue Leute, neue Gegner und die haben vielleicht auch als neue Raumschiffe auch neue Items für uns übrig und demzufolge vielleicht auch mal den einen oder anderen Antriebgummi würde ich sehr begrüßen, damit ich mein Schiff endlich schneller machen kann, mein paar mehr HP haben wir jetzt ja schon, das reicht auch wahrscheinlich jetzt bis zum Ende des Spiels, weil ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, jetzt bestimmt schon so 10 Millionen Mal, aber ich finde die Gummitouren hier leider sehr, sehr langweilig, die sind irgendwie ein bisschen lame irgendwie. Aber es macht trotzdem Spaß, die Teile irgendwie einzusammeln, muss ich sagen. Schießt ihn mal kaputt, den Mittelteil hier. Aua, hat nicht geklappt, verdammt. Bum, 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 bum. Ah, dauert. Aerogummi, ching, ching. Oh, zack, zack. Zwei Aerogummis, schön. Sind wir denn bald da? Soweit sah es jetzt auf der Karte ja nicht aus. Vielleicht sind wir schon da. Sind wir schon da? Das wäre doch wirklich wunderschön. Ich hoffe, wir kriegen mal jetzt... Vielleicht sollte ich auch mal beim Hundihaus vorbeigucken, weil wir haben ja schon ein paar Hundis gefunden. Gerade der Welt jetzt so, da gab es einige der Truhen. Vielleicht reicht es sogar schon, dass man sagt, ja gut, komm, wir geben dir jetzt schon mal... weil ich glaube auch von denen... Oh, die schießen, verdammt, die haben mich getroffen. Nein, oh nein. Ich hab Schaden bekommen, wie soll ich das bloß überleben? Nee, Spaß weiter. Und, vielleicht... Ich weiß, dass die Hundis einem auch Gummis geben teilweise. Das heißt, ich habe vielleicht die Hoffnung... die uns vielleicht... Ich brauche diese Antriebsgummis. Ich will diese Fahrten ja abkürzen. Gewaltig abkürzen, weil die gehen mir auf den Zeiger. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal erwähnt habe, aber das ist... ist irgendwie doof. So, nebenbei schön Dinge abballern hier, schön Sachen einsammeln hier. Gebt mir gleich mal alle eure Diamanten da an. Die Z-Gummi, rotes Gummi, alles einsacken. Dann haben wir auch mehr Teile zum Bauen nächstes Mal. Vielleicht baue ich auch mein eigenes Design, wenn ihr das gerne möchtet. Das könnt ihr mir alles in die Comments schreiben. Das ist... letztlich euch belassen. Ich würde doch mal ein Schiff bauen. Ich habe einfach nur einen Klotz mit vielen Antrieben gebaut, aber vielleicht kann man ja mittlerweile mit ein bisschen Fantasie was Schöneres bauen. Mit einer Menge Fantasie. Ach, meine, dieser SpongeBob-Insider. So, ich will hier gar nicht das Land, ich will direkt zur Weltenkarte und...
Piraten direkt zur nächsten Ecke fliegen. Also, let's go. Nächste Strecke. Ich will zurück nach Traverse. Hey Leute, das ist jetzt der Haken, ne? Wir müssen halt für jede Tour hier immer neu den Antrieb anschmeißen. Ich hab hier auch mal überhaupt kein Thema hier. Wir ballern ja einfach nur Moorhuhn-technisch richtig viele Viecher ab. Na gut, Moorhuhn-Let's Play wäre auch nicht andere, wenn ich immer mal Chicken Invaders Let's Playen möchte. Würde ich tatsächlich ziemlich gerne mal irgendwann tun. Weil so die neueren Spiele davon sind schon richtig lustig mit coolen Humor verpackt und so. Chicken Protoss-Gummi und noch ein Protoss-Gummi mit Schräge. Nebenbei ballern wir hier mal so ein paar Platten ab. Das wäre auch alles ein bisschen spannender, wenn es ein bisschen schneller gehen würde, weil dann hätte man auch mal halt mal das größere Risiko, in irgendwelche Sachen auch hinzufahren, aber so. Das ist jetzt eigentlich leider alles immer nur irgendwie ziemlich langweilig. Aber egal, ich sammle hier weiter lustig meine schönen Kristalle, die sehen wunderhübsch aus, finde ich. Sehr schön designt. Hier war ganz viel Protoss-Gummis. Und das Schiff ist ja leider nicht symmetrisch, also für mich als Perfektionisten geht da jetzt schon wieder so ein bisschen der Zwiespalt in mir los, aber hey, was soll's, ist ja letztlich auch egal. Das ist ja immer noch nicht da, Mann. Wie weit war denn der Weg da? Oh, da waren Schiffe. Oh, so ein Schiff. Komm mal her. Bam, 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 bam. Auf Small, Kumpel. Da sind noch mehr. Bam, 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 bam. Ich baller hier einfach quer rum. Ich baller hier quer rum. Ich weiß, das ist ganz schön dumm. Bum, 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 bum. Alter, richtig schön weggefatzt hier. Was bringt eigentlich der Schild? Das ist doch hier... Nee, Schutzschild. Was ist denn... SLD da unten ist doch unser Schutzschild, oder? Und was ist denn Energie? Unsere Antriebsenergie? Ich weiß ja nicht, mit anderen Knöpfen kann man ja nicht machen. Finden wir noch raus, kriegen wir alle, glaube ich, spätere Teile noch. Ich glaube, es gibt später noch Waffen, die kann man benutzen mit der Energie, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das werden wir denn schon noch sehen. So, hier erstmal Traverse mit, ne? Wie sie das gehört. Ah, hier waren wir lange nicht. Finde Backtracking im Spiel ganz cool. Ist so ein bisschen wie Metroid. Zurück in die Anfangsgebiete, nochmal ein paar alte Trio-Techs aufsuchen und so. Kerzenhaik mittlerweile, glaube ich, gemacht, ne? Jo. Schön, war ich fleißig. So, hier ist Kupo-Action. Habe ich hier eine Postkarten Hike Roller abheben. Da kann ich ja noch keine neuen einsammeln, weil mir nach wie vor immer noch die Möglichkeit fehlt, höher zu springen oder etwaige andere Sachen. Das fehlt alles immer noch. So. Gab's hier hinten? Gab's doch. Genau, hier war eine rote. Ah, Triotech! Bumm. Was? Knorchs! Wie scheiße. Hintergasse. In die Hinterngasse? Also ich will nicht in die Hinterngasse, ist voll eklig. Öffnen! Yeah! Der vierte, fünfte und sechste Welpe sind nach Hause gewalkt. Very good. Ist ja nicht so weit weg hier, ist das Häuschen da hier. Können wir gleich mal besuchen. Ist glaube ich a very good idea. So, ich würde sagen, das machen wir sogar zuerst. Ja, wieso nicht? Wo wir schon mal hier sind, nach so langer Zeit. Wir können mal gucken, so ein paar neue Herzlose hier mittlerweile. So. Was sind das hier hinten eigentlich? Ah, eine Postkarte erhalten. Aha. Gebe ich nachher ab. So. Ah, erstmal gucken, wie lange ist der Part eigentlich wieder? Och, wir haben schon wieder 22 Minuten. Das kann doch nicht wahr sein. Das geht immer so schnell. Aber da ich ja jetzt also ich nehme gerade vor, wieder für 2 Tage jetzt am Wochenende auf. Was seid ihr denn? Ihr seid der gelbe Hüte. Oh, Icons. Donnersplitter. Donnerknödels. Die Mucke hat sich verändert beim Kämpfen. Früher war es so... Oh, überall Donnermützchen. Knacks, down. So, die geben wenigstens schon mal 3 Punkte. Tschüss, Kumpel. Bis down. So, die Kiste hat auch mal eingesammelt. Die Viecher ignoriert mal. Wir gehen mal schnell zum Hundihaus. Hui. Hui. Hup. Du, du, du. Oh, und Fetti. Ich bin fett und scheiße. Da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Oh, da sind ja noch mehr Fette. Bum, bum, bum. Bist du denn? Was sind das denn für welche? Grüne Knödel. Ach, die heilen die Gegner. Ja, stimmt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Die haben die canceln, also die spawnen wieder. Die ekelhaften Garstigen. Oh, der Fette hat mich voll angejumpt. Komm mal her, du. Oh,
Guss. Nein, nicht doch wegklingen hier. Immer weg hier. Tschüss, Digga. Oh, die ganzen Talas, Alter. Oh, noch ein Fetti. Oh, so viele Fettis, Alter. Bam, bam, gut. Bam. Guss. Ach, du Scheiße, hier ist ja voll der Fetti-Alarm. Wollte ich gar nicht. Ha, tot. Alter, die Taler sind so heftig. Guffel. So, Alter. Sag dir, wo der Hammer hängt. Die Scheiße sagt Kacke. Ich hab gleich keine MP mehr. Ha, zwei Tech-Punkte. Kann man nämlich irgendwie blocken, diesen Modus. Ich weiß, mit Reflektor geht das auch, aber ich hab noch keinen Reflektor. Deswegen muss ich das vorerst leider noch mit... dem hier machen. Ach, verdammt, verpackt. Autsch. Okay, komm, wohin ihr hauen? Mann, die Eismützen können wir mal bitte mal gehen hier und ein bisschen Ruhe lassen. Oh, da ist ein Taler, da ist ein Taler. Schnell. Oh, geil. Geld, geil. So, da war noch so ein Mützchen. Mützchen, geh mal bitte weg. Oh, schön Tech-Punkte gekriegt. Die geben Ruderfahrt. Oh, ach, fuck. Ich hab die Welle nicht gesehen. Huh, weggejumpt. Body Slam, Gefühl. Oh, da steht doch niemand im Weg, Alter. Haha, geblockt. Und putz. Tschüss, Mann. So, okay, haben wir das gedittet. Alter, so viele dicken Klumpen hier. Ich hoffe, ich krieg die irgendwann besser weg. Das wäre ganz nice. Ich wollte zum Hundihaus, genau. Das mache ich jetzt noch. Entschuldigung, Leute, an der Stelle. Wenn die Folge wieder mal statt 20 Minuten, 25 Minuten geht, ne? Oh, hier ist ja noch mehr los. Ne, lass mich jetzt in Ruhe. Ich will zum Hundihaus. Hundihaus! Huhu, Belohnung abholen, bitte, bitte. Ah, guck mal, sind sie nicht süß. Ich habe voll den Dalmatiner-Film und die Serie damals echt gerne geguckt. In einem Land voller glücklicher Koteletts. Da war der Dicke immer. Oh, schieb eine Kiste zu uns. Als Dankeschön. Sind sie nicht süß. Also ehrlich, ich bin gar kein Hundefan, aber die sind ja zu niedlich. Warum haben die so herzallerschnuffigste Punkte? Wenn ich das sehe, dann müsste ich jedes Mal irgendwie... ach, irgendwie... Vigra-Gummi, oh geil. Feuergummi, boah, geil. Lass mich hoffen, dass Feuergummi irgendwas zum Angreifen ist. Bitte, bitte, bitte. Ein Antrieb, das wäre doch wunderschön. So schön. Ja, ist ja gut, ihr Kackwitte. Krieg aufs Maul. Wusch, 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 wusch. Die mal aufs Maul kriegen, wie vom Sound her. Wusch, 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 wusch. So, blast mich bloß durch. Ich will bloß noch speichern. Ich den Part jetzt erstmal beenden an der Stelle hier. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal hier für Part 15. Danke euch vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr Kekse da lassen, aber keine Daumen hoch, die mag niemand. Und darum betteln heißt Mr. Tutorial Action, nicht wahr? Nein, komm, Spaß. Ich kenne den Typen gar nicht. Ich höre immer bloß ein Klischee davon. Ach ja, immer alles nachplappern. Ne? Das sind die richtigen. Achso, halt die Postkarte geht genau. Das mag ich noch. Einwerfen. Ein Mega-Ater. Very good. So, dann hier Rinne speichert und dann ist wieder mal schnafft alles. Leider noch keine grüne Triotech. Schade, wäre sehr schön, dann könnten wir jetzt schon nach oben. Aber dann soll es, man kann ja die Alte haben hier so mal schnell speichern. Die Spielzeit ist wahrscheinlich schon wieder exorbitant hier. 7 Stunden, ja geil. Da sind andere bestimmt schon durch. Egal Leute, ich danke vielmals fürs Zuschauen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und bis dahin wieder mal, macht's gut, haut rein, tschüssikowski und ciao.